Gestern Abend haben wir überraschende Neuigkeiten erhalten. Die Entwickler veröffentlichen heute Abend die neuen Hochbetten, über die wir ja schon vorher Bescheid wussten. Weiter aber wurden auch die Merkmale überarbeitet und wir bekommen mehr Infos zu kommenden Inhalten. Mehr dazu in diesem Video. Die Entwickler haben zwei Tweets geteilt, die einige neue Infos und sogar einen Screenshot der Hochbetten beinhalten. Hier ist besonders auffällig, dass die Form des Hochbetts auf dem Bild sich stark von der des ersten Teasers unterscheidet, was wohl bedeutet, dass wir hier mindestens zwei verschiedene Varianten erhalten werden. Auch können neben Erwachsene Kinder die etwas platzsparende Version dieser Bettenvariante nutzen. Scheinbar haben auch ein paar der Poster auf dem Screenshot neue Farbvarianten erhalten. Außerdem erwähnen die Entwickler, dass mit dem heutigen Update, welches wohl um 18 Uhr erscheinen soll, die Merkmale der Sims überarbeitet werden. Wie genau dieses Update aussieht, ist derzeit noch unklar. Ich freue mich aber trotzdem, dass hiermit hoffentlich die Charakterzüge der Sims noch etwas mehr hervorgehoben werden. Und als letztes startet heute Abend um 19 Uhr ein Entwicklerstream, in dem die Patch-Inhalte gezeigt und laut Tweet auch neue Inhalte, die bald für die Sims 4 kommen, vorgestellt werden. Hoffentlich sehen wir hier einen Sneak Peek in ein kommendes Pack für die Sims 4. Mal sehen, was hier gezeigt wird. Den Link zum Stream findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Aktuell könnt ihr bei Instant Gaming noch ein Pack nach Wahl gewinnen. Schaut in der Beschreibung vorbei, sucht euch ein Pack aus und mit etwas Glück gehört dieses vielleicht bald euch. Freut ihr euch auf das heutige Update? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.